Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen, the Earth Clash is coming. So, aber bevor wir uns mit diesem Thema beschäftigen, gehen wir erstmal hier in Mamas Alpen- und Gigantenschatulle. Dort haben wir den Mythic Quagmire am Start. Mamas Alpen- und Gigantenschatulle nicht so toll, der Quagmire nicht so toll. So, dann haben wir die Billionaire Tire Box mit Millionaire Fry, $300 Haircut, Philip J. Fry, Lois Griffin, Daughtry Chateau, Pewter Schmidt Mansion und diesen Shiny Pebbles und Carter Pewter Schmidt Epics. Und diese ganzen Kombos, wen es noch weiter interessiert oder genau interessiert, schaut doch mal in das Video, schaut unten in die Beschreibung bitte rein, da habe ich das Video zur Billionaire Tire Box verlinkt. So, dann kommen wir auch schon zur Earth Tire Box und hier sehen wir auch schon, welche Karten eine große Rolle spielen werden beim Earth Clash, der am Montag startet. Also ihr solltet jetzt auf jeden Fall übers Wochenende zusehen, dass ihr schon mal im Secret Fight Club weiter nach oben kommt. Also hier ist Sewer Surfing, Arc Sketch, Philip J. Fry, The Bazooka, Sharks, Cuddles, Linda Belcher. Dann haben wir den Friedenstanz, Truthahn-Tanz, Fischpheromone und Boys for Now. So, ja, Linda hier mit drin, weil Linda wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen bei diesem Earthclash. Ja, dann schauen wir uns mal die ganzen Kombos kurz an hier. Die werde ich nochmal separat in einem Video, das werde ich jetzt auch hier oben verlinken. Im Earthclash-Video wird nochmal alles genauer beschrieben und erklärt, was da eigentlich Sache ist. Welche Kombos machen Sinn? Wir werden uns die alle dort genauer anschauen, wen es interessiert und werden analysieren, mit welchen Karten man im Earth Clash am besten ans Ziel kommt. Hier haben wir Freeweed Hades, Dolphin Rider, Peters, Garbage Shot Lindas, Cloud Painters, Sewer Surfer Fries, Dance of Pieces, Hipster Donalds, Little King Trash Mouth, Propane Sculpture, Riverburned und da hinten Sewer Surfer Bender. Gehen wir hier mal rein, dann haben wir da als allererstes den Friedenstanz in Tier 1 als Epic Pre-Combo. Wenn wir die jetzt einfach mal hochleveln, dann sehen wir, diese Werte hier werden ja schon automatisch verdoppelt. Man kriegt ja auf alles einen 100% Bonus, das heißt, die hätte 16 Angriff, 64 Leben, 8-fach Bodyguard, eine 10er Mauer und 2-fach alle heilen. Sofern ihr das Ding weiter nach oben bekommen könnt, hier wären wir schon bei 20 Angriff, bei 82 Leben, 12-fach Bodyguard, 14er Mauer und 4-fach alle heilen. So, wer es natürlich noch weiter nach oben treiben möchte, da geht es dann bis hierhin hoch. Da sieht die Sache dann natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Da hätten wir jetzt 26 Angriff, 100 Leben und so weiter und so fort. So, ab Tier 3 gibt es dann die erste garantierte Leggy. Hier in Tier 1 gibt es einmal diesen Friedenstanz und einen Pull. Also eine epische oder besser aus diesem Pool, den wir vorhin gesehen haben. Dann Tier 2, da wären wir dann insgesamt bei 700 Gems, gibt es nochmal einen Friedenstanz mit dazu, das heißt, ihr hättet den dann schon auf Stufe 2. Und 3 Pulls, also hier nochmal 2 mit hinzu, insgesamt 3 Pulls aus dem Pool Epic oder Legendary. So, dann hätten wir hier 6 Forschungsbeschleuniger A8, 600 legendäre Steine. Die legendäre Pre-Combo ist hier der Sewer Surfer Fry. Wenn man den einmal zieht, hätte man dann schon automatisch hier 18, 74, 12-fach Punch, 18-fach Blutsauger und 16-fach Gas. Also auf jeden Fall interessant. Das wäre es jetzt erstmal zur Earth Tire Box. Wie gesagt, ich werde alles nochmal zum Earth Clash in einem separaten Video genauer erklären. Da könnt ihr euch das dann
nochmal im Detail anschauen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. So, dann hätten wir hier das Mythic Bob Pack mit Fake Sun Jean, Daughtry Chateau, $300 Haircut, Eugene Belcher, Dream Millionaire, Country Club Steve. Auf jeden Fall ist diese Box hier einen Pull wert. Das Ding ist mega, mega, mega cool und lohnt sich richtig. So, dann hätten wir, ja, dann sind wir hier eigentlich schon durch, ne? Und dann gehen wir mal in die Daily Combo Masteries von heute rein. Hier haben wir Egg vs. Tornado. Und Egg vs. Tornado ist folgendes. Das ist ein Bobby mit Fighter-Karten. Mit Armed-Karten, Waffenkarten, sorry. Wenn ich das Schwert hier sehe, war ich gerade Katana Trisha. Genau, also mit Katana Trisha Takana, Takanawa, so rum heißt die. Bazunga, Bazooka, Long Stick with Sharp Rock, Doomsday Device, Cork Gun, Cat Launcher, Dale's Artillery, Cat Guards, Cat with Gun, Big Ass Gun, Purity Dads, Finger Gun Gale, Fraud Boy Terrorist, Mobile Oppression und hier Heat Packing Priest. Auf der rechten Seite kommt Egg vs. Tornado raus, da hätten wir einmal Entführen, Revanche und eine Bombe und davon ganz gute Werte, sage ich mal. Und Egg vs. Tornado spiele ich persönlich auch manchmal ganz gerne. Die lohnt sich ganz, ja, die lohnt sich auf jeden Fall. So, wer dafür 500 Gems ausgeben möchte, ihr müsst das selbst wissen, ich mache es nicht. Aber gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, ja, geil, nimm ich jetzt. So, dann haben wir den Mushu. Und der Mushu ist das hier. Das ist einmal eine Lila mit, ja, mit einem Golden Turd oder mit Bag of Nickels. Und dann kommt da unten der Mushu raus mit einer Mauer und Angriffspunkten, die mit hinzukommen, wenn eine Combo gespielt wird. Das sind, wären hier jetzt 18 an der Zahl. Ja, ich bin da jetzt nicht ganz so, das ist nicht so, ja. Früher fand ich den Mushu mal ziemlich stark. Heute, boah, ist das Ding eigentlich nicht mehr so interessant. Gut, klar, ist jetzt eine Geldkarte. Warum auch immer der kotzende Pottwal eine Geldkarte ist, das ist gut. Ich habe schon darüber mir Gedanken gemacht, eventuell, weil er damals Lebertran geliefert hat. I don't know. Dann haben wir den Masked Hero. Und der Masked Hero ist das hier. Das ist einmal ein Steve. Dann gehen wir mal gleich auf Maxen. Mit dem Steve Smith und dann hätten wir Rogers Kleiderschrank und dann hätten wir hier unten Bunny-Kostüm, Equestronauten-Kostüm und Witch-Kostüm. Kommt auf der rechten Seite hier der Masked Hero raus und der ist echt eigentlich, naja gut, 28 Angriff im First Hit ist jetzt nicht so. Hier gehen wir mal zu Bunny-Kostüm oder mal zum Equestronauten. Ja, komm, hier, am stärksten wird es sein mit Witch-Kostüm. Da hätten wir dann auch schon gleich, ja, hätten wir 20 Angriff, 19 Punch. Das heißt, wir wären bei 39, ist noch nicht so wirklich im First-Hit-Bereich, kommt so ein bisschen in die Richtung. Aber durch die 17er Mauer auf jeden Fall interessant. Wenn man da jetzt 10% draufrechnet, dann wärst du bei 22 Angriff und bei 21 Punch. Das heißt, du hättest 43 Angriff im First-Hit. Oh. Also um den so ansatzweise in den First-Hit-Bereich zu bekommen, müsste man eigentlich 2 Kronen draufnehmen. Müsst ihr selber wissen, ob ihr da im Endeffekt 3 Käufe für macht. Die würden dann insgesamt 1000, 2500, 4500 kosten. Für die 3 Kronen. Ihr könnt auch jetzt erstmal eine nehmen, ne, und dann irgendwann ein anderes Mal nochmal 2 Stück mit hinzu. Das würde dann kosten 1000 und das wäre besser bei 3500. Ja. So, müsst ihr selber wissen. Aber ist keine schlechte Kombo. Aber um es richtig effektiv zu machen, solltest du auf jeden Fall dann auf die 2 Kronen gehen. So, der Masked Hero, dann wären wir beim Sketch Artist Peter. Und der Sketch Artist Peter ist dieser hier.
Da hätten wir hier den Peter und die Buzzsaw. Und auf der rechten Seite kommt eine Mauer raus und motivieren. Und das will ich jetzt auch gar nicht maxen, weil das ist auch hier mit der Mythic-Version nicht so wirklich der Burner. Also, wenn es euch gefallen hat. Also, gehen wir nochmal ganz kurz zum Endergebnis. Wir haben zum einen hier Egg vs. Tornado, was ziemlich gut ist. Hier den Mushu, momentan effektiv wegen dem Rich BGE. Also beide Kombos bei den Pay-to-Win-Spielern interessant unter Umständen. Dann hätten wir hier den Masked Hero. Ja, könnte unter Umständen auch für den ein oder anderen Free-to-Play-Spieler interessant sein. Wobei die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering ist, dass ihr einen Steve Smith gemaxt habt, ohne irgendwas reinzupayen. Weil den kriegst du nicht einfach so zusammen. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sechs Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Zoda, mit dem dann gleich. Schaut in das andere Video rein, was den Earth Clash anbelangt, das wird auf jeden Fall sehr interessant und aufschlussreich sein. Also macht's gut, bis dann und tschüss.